Hi, mein Name ist Roland aus dem HEOS Produktsupport-Team. In dem heutigen Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man Produkte mit HEOS Netzwerkintegration mit Hilfe von Alexa in den Grundfunktionen steuern kann. Dabei ist es vollkommen egal, ob es sich bei den Produkten um einen HEOS Lautsprecher, um eine Mini-Anlage wie zum Beispiel die Denon Kiol oder um einen AV-Receiver wie diesen AVR-X4500H von Denon handelt. Wichtig ist nur, dass ich alle Produkte mit HEOS-Integration und das Amazon Echo-Gerät im gleichen Heimnetzwerk befinden. Um die HEOS-Geräte mit Alexa steuern zu können, müssen wir beide miteinander verknüpfen. Dafür werfen wir zunächst einen Blick in die HEOS-App. Hier im Reiter Räume der HEOS-App werden alle Zimmer angezeigt. Wir haben einmal das Esszimmer, wir haben ein Badezimmer und wir haben hier noch einen Denon AVR-X4500H, der in unserem Wohnzimmer steht. Dem müssen wir allerdings noch einen etwas handlicheren Namen geben, damit Alexa den nachher besser verstehen kann. Dafür gehen wir auf das Stiftsymbol oben rechts in der Ecke und ändern den Namen zweckmäßigerweise dann in Wohnzimmer. Das ist jetzt getan und damit verlassen wir die HEOS-App dann auch schon wieder. Ganz wichtig ist, wir müssen einen HEOS-Account angelegt haben in der HEOS-App. Der muss schon vorher angelegt worden sein. Das habe ich getan, weil wir brauchen den gleich, um den halt mit Alexa zu verknüpfen. Jetzt gehen wir in die Alexa-App rein. Und in der Alexa-App wählen wir Skills und Spiele, suchen nach der HEOS-App und aktivieren diese. Jetzt müssen wir hier unser HEOS-Konto eingeben, mit dem wir eben noch eingeloggt waren. Im Anschluss müssen wir diese Seite dann entsprechend noch autorisieren. Hiermit geben wir Alexa die Zustimmung dazu, auf das HEOS-Konto zuzugreifen. Jetzt wurde das HEOS-Konto erfolgreich mit Alexa verknüpft. Im nächsten Schritt müssen wir nach Geräten suchen. Dies kann bis zu 45 Sekunden in Anspruch nehmen. Man kann alternativ auch sagen, Alexa, suche nach Geräten. Und man sieht, es wurde das Esszimmer, das Badezimmer und das Wohnzimmer gefunden. Damit ist die Einrichtung beendet. Nachdem wir die HEOS-kompatiblen Geräte jetzt in Alexa eingebunden haben, können wir auf den Geräten entsprechend mit Alexa Musik streamen. Alexa, spiele Bella Ciao im Wohnzimmer. Hier ist Bella Ciao. Google Remix von El Profesor auf Wohnzimmer auf Amazon Music. Das Gerät, in dem Fall der AVR, wird automatisch eingeschaltet und beginnt die Musik zu spielen. Man kann jetzt die Lautstärke ändern. Alexa, lauter im Wohnzimmer. Alexa, leiser im Wohnzimmer. Alexa, setze die Lautstärke auf 20 im Wohnzimmer. Oder halt auch einen konkreten Wert vorgeben. Des Weiteren kann man natürlich auch die Eingänge des AV-Receivers wechseln. Zum Beispiel auf Blu-ray umschalten. Alexa, Wohnzimmer auf Eingang Blu-ray umschalten. Oder man möchte eine Fernsehsendung sehen und schaltet auf den TV-Eingang um. Alexa, Wohnzimmer auf Eingang TV-Audio umschalten. Alexa, schalte Wohnzimmer aus. Vielen Dank und viel Spaß mit HEOS und Alexa.